Jo, was geht ab? Jetzt kommt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und somit herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Heute tatsächlich jemand ganz, ganz anderes. Und zwar You Naive. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, I'm sorry. Aber er hat einen neuen Song gedroppt. Einfach random. Und zwar Issues. Produziert von Elzio. Und ja, da hören wir jetzt rein. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Jawohl, Friends. Hat auch einen Gaming-Kanal, könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen. Ganz lustig, da mal reinzuschauen. Natürlich Soundcloud, Discord, ne? Alles Mögliche. Ja. Jungs, Leute, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich hab den natürlich schon geliked, damit ihr ihn wiederfindet. So, genug gelabert. Wir starten rein. Gib ihn. Let's go. Ich habe irgendwie The Weeknd Vibes bei dem Beat. Also zumindest jetzt so von den Vocals gerade. Habe ich so The Weeknd Vibes. Ey, ihr braucht mir jetzt nicht kommen mit welcher Song kommt ist in deinem Kopf. Ey, frag mich nicht. Ich höre The Weeknd kaum, aber irgendwie habe ich gerade die Feelings so von The Weeknd. So das Starboy Album, so. Irgendein Track davon. Keine Ahnung. Ich würde es ja einblenden, aber. Wenn ich es mache, bin ich weg. Copyright und so gönnt nicht dann. Egal. Sag mir, wie konnte ich denken, ich wär nicht für immer allein? Sag mal, wie konnte ich denken, ich komm aus meinem Zimmer daheim? Dass ich so lebe als ein Grupp, ich schieß dran tiefe Wurzeln. Warte mal, das muss ich nochmal. Dass ich so lebe als ein Grupp, ich schieß dran tiefe Wurzeln. Warum muss ich liebe? Okay, das geht hart, das geht hart. Warte mal, das muss ich nochmal haben, warte mal. Ich wär nicht für immer allein. Sag mal, wie konnte ich denken, ich komm aus meinem Zimmer daheim. Dass ich so lebe als ein Grupp, ich schieß dran tiefe Wurzeln. Holy shit, man. Ja, das klingt geil. Das klingt geil. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Alter, den Beat feiere ich jetzt schon. Warte mal, er hatte den. Hier, guck mal, hier ist sogar der Beat drin, den er benutzt hat. Ein Jersey Club Type Beat, okay. Noch nie gehört tatsächlich. So generell so Club-Type-Beats sind nicht so meins, also eigentlich nicht so meins, so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht so der Club-Beat-Typ. Ja, wenn Rap-mäßig dann halt wirklich so, entweder so diese deepen Sachen oder voll in die Fresse. Aber ich muss ehrlich sagen, mit der Stimme zusammen von ihm kommt das sehr, sehr geil. Sag mir, wie konnte ich denken, ich wär nicht für immer allein? Sag mal, wie konnte ich denken, ich komm aus meinem Zimmer daheim? Dass ich so lebe als ein Grupp, ich schieß dran tiefe Wurzeln. Warum muss ich Liebe googeln? Wie lebt man ohne Leid? Warte mal, ich glaube nicht, dass das gibt eine Genius. Ich glaube nämlich nicht, dass er da drin ist, ne? Nee, schade. Schade.
Ist der Track. Naja, schade. Ah, mich hätten die Lyrics gerade zu gerne interessiert. Ja, die hier irgendwie vielleicht? Ne, leider nicht, ne? Ne, schade. Die Lyrics hätten mich nämlich jetzt echt mal interessiert. Sag mir, wie konnte ich denken, ich wär nicht für immer allein? Sag mal, wie konnte ich denken, ich komm aus meinem Zimmer daheim? Dass ich so lieber zum Grund hab, ich schieß drei tiefe Wurzeln. Also irgendwas mit tiefe, irgendwas mit Issues, tiefe Wurzeln. Aber das Wort dazwischen kann ich nicht verstehen. Ich verstehe das Wort dazwischen nicht. Treiben? Ja, wobei doch könnte sogar hinkommen, ne? Weil das nächste, was er ja sagt, ist ja, warte, Issues treiben tiefe Wurzeln. Warum muss ich Liebe googeln? Oder nicht? Ja. Okay, dann ist es glaube ich treiben. Wenn nicht, korrigiert mich bitte in den Comments. Ich habe nämlich keine Ahnung, ne? Die Augen, wenn ich sag, dass ich mich hasse. Sie sagen, Bro. Okay, das ist mal ein geiler Effekt. Die Augen, wenn ich sag, dass ich mich hasse. Sie sagen. Ey, das klingt geil. Das klingt geil. Der Effekt ist geil. Sie verdrehen die Augen, wenn ich sag, dass ich mich hasse. Sie sagen. Ja, der Effekt kommt noch mal ein bisschen geiler dadurch, dass es ein Clubbeat ist. Und da in Clubs, glaube ich, auch viel von solchen Effekten benutzt werden, kommt das nochmal ein bisschen geiler rüber. Ey, das Ding ist geil, wirklich. Ballert euch das bei Spotify rein, mach ich gleich auch. Bro, don't give a fuck. Aber sie haben das Leben nicht geliebt, wie ich es hab. Okay, es tut mir leid, ich weiß, war gut gemeint. Ich hab noch nie kapiert, dass man mich akzeptiert. Wie ich aussehe, das war Thema Nummer 1. Ich krieg das aus meinem Kopf nicht raus, es tut mir leid. Okay, irgendwie gibt mir der Teil hier hinten mit diesen Sounds gerade so ein bisschen Vibes von diesem TikTok-Song. Frag mich nicht, wie der heißt. Aber, ich bin ehrlich, es kommt geil. Es kommt sehr, sehr geil. Sehr geil, sehr geil. Geiles Style auf jeden Fall, geiles Style. So, Leute, ihr könnt euch. Also, hier ist der Track. Packe euch den Link natürlich unten in die Videobeschreibung. Ihr findet den übrigens auch, wenn ihr weiter unten in der Videobeschreibung guckt. Da sind drei Playlisten drin oder vier. Müssten, glaube ich, jetzt aktuell vier gerade sein. Und zwar ist dieser Track in dieser Playlist hier und in dieser Playlist. In den beiden Playlisten ist der Song drinne, aber speichert ihn euch natürlich auch selbst in euren Lieblingssongs ab. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, Leute, damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, schaut in die Videobeschreibung, ist alles verlinkt. Natürlich ist er auch verlinkt. Ich verlinke auch seinen Gaming-Kanal, falls ihr da auch mal vorbeischauen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.